Das würde mich wirklich freuen. Ja, düste Szenen ist, wir können sich halt alles. Wir sind auch ein wichtiger Schnorrer. Schade, habe ich gleich wieder ein bisschen Money. Jetzt haben wir schon wieder fast auf 20.000. Dann verkaufen wir wieder was und dann sind wir locker auf 20.000. Schauen wir mal auf, vielleicht finden wir da noch irgendwas Schönes. Ich erwarte irgendwie irgendwann einmal einen guten Loot. Irgendwann einmal schaffen wir das schon. Oh, 20.000. Die rückt da ja gerade mal ein bisschen auf die Pelle. Oder die wollte jetzt ein Bussi haben von mir. Das kann auch sein. Naja, wir sind ja schon sexy mit unserer Masken. Wieso liegt das da? Na dann, rein mit uns. Das wird sicher noch eine Weile dauern. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt lassen wir sie kurz spoilern. Wie weit haben wir es denn noch? Aha, ja, wir werden ein Stückchen noch brauchen. Aber sowas von. Müssen wir mal drin sein. Ah, da ist eh auf der Gasse. Da haben wir schon gedacht gehabt, da kommt hier irgendwas. Was ist mit dem? Achso, der brennt einfach nur. Und ich habe schon gedacht, was geht mit dem Spasti da ab. Wird immer schneller, geil beim Schießen. Das taugt mir irgendwie die Waffe. Immer schneller. Nicht schlecht. Coole Sache. Egal. Das werden sie euch auffressen. Oder beziehungsweise meiner tut eh schon ein bisschen knabbern. Immer diese Geister. Ich frage mich irgendwann, ob wir da irgendwie eine Belohnung kriegen oder irgendwas in der Richtung. Weil immer diese Geister da besiegen. Habe ich mir aber schon. Irgendwie, ob wir da irgendwas Spezielles wenigstens kriegen irgendwann einmal. Da brennt mal jemand, na moin. Aber Hauptsache, sie will mich trotzdem mehr kriegen. Das ist ein Wahnsinn mit der Bitch. Hauptsache die Bitch will uns kriegen. Ich glaub, na, bin ich nicht in irgendeiner Ecke. Ja, jetzt haben wir schon Zorn gemacht. Ah, ist big. Holen wir gleich das nächste hier. Können wieder weiter schießen. Passt. Ein kleines Stück noch weiter schießen. Okay, das war jetzt nicht schlecht. Der war jetzt nicht schlecht. 100.000 Stöhngeräusche und dann platsch kaputt. Ja, lande genau von meiner Fresse, aber Hauptsache ist naja. Ja, weil bei deinem Anblick beginne ich auch gleich zum Schreien. Bist du deppert? Einmal. Zweimal. Warte, das ist auch noch was. Bitteschön. Wer will, wer mag, wer hat noch nicht, wer will mehr gehen. Ich nehme mal. Oh, einer kann Hocken Schild. Was ist denn da los? Wo ist Hocke? Wo ist Hocken Schild? Das ist jetzt vielleicht nicht verfügbar, das kann auch sein. Was ist das jetzt? Ein Laser da am Start oder was? Ich bin der so falsch gelaufen. Ja, hinterm Tresen kannst du wenigstens ein kurzes Abzug machen. Also, wenn du gleich dahinter stehst, der deppert. Ja, schaut ganz köstlich aus. Wie von irgendeinem Viech die Arme. Oder eine scheiß Keule. Bruder. Hockenzucker? Können Zucker positiv sein? Könnte wirklich positiv sein. Was haben wir da drin? Irgendwas noch verstecktes kurz? Oder vielleicht wieder Money? Ja, plündern wir gleich mal. Ich kann ja nichts dafür, wenn sie sich alle immer schleichen. Passt. Da schauen wir sie mal aus. Schauen wir mal, was die so drauf hat, die neue Waffe da. Ich bin jedenfalls mal gespannt.
Okay. Also es ist die. Ach, wie immer es. Wie immer es. Ja, schaut schon mal geil. Ah, Vollautomatik geht. Halbautomatik voll, ja. Probieren wir es einfach mal. Wenn wir denn eh sehen, ob es gut oder, ist, oder schlecht ist. Aber jedenfalls mehr Schaden hat. Hey, weniger Magazin. Ist aber auch in Ordnung. 26 Schuss. Wenn dafür die Gegner schneller down gehen, finde ich das in, nehme ich das in Kauf. Und so schnell ist die Waffe jetzt auch nicht. Und wir sind hier doch was Schnelles gewohnt. Vor allem schon auf den ersten Gegner da. Schnittstelle zwischen Industrie, Transport und Luxus. Es ist eine Kreuzung mit drei Straßen. Apollyon Station, testet unsere neuen privaten Transitkapseln und furzt auf eurer Fahrt nach Herzenslust. Nett. Nett. Also die haben definitiv hier ein Scheißproblem. Passt nur bitte auf, dass ihr nicht in die U-Bahn kackt. Alles klar, in die U-Bahn kackt das super. Die haben definitiv irgendein Scheißproblem. Unsere Hintern-Service-Experten polieren euch den Hintern. Ah ja. Okay, ich frage mich zwar jetzt, was da so, daran so lustig ist. Wegen einem Scheißen oder was? Na und dann hat er mal eine geschissen. Das kann jeden mal passieren. Was führt denn der Hund schon wieder auf? Passt. Wir müssen halt nur aufpassen auf die eine Waffe. Ich weiß noch nicht, ob ich es weggeben will. Passt. Siehste, jetzt sind wir wieder auf 30.000 schon. Geil. Nach der Mission können... Oh fuck. Wieso habe ich das Gefühl, dass es, ja, dass es einfach kein gutes Zeichen sein kann? Ja, na sicher, da stellt man sich natürlich den heftigsten Schaden ever jetzt vor. Aber na, es geht, es geht. Ich bin halt auch einfach die eine andere gewohnt. Auf der einen Seite, ich will unbedingt besseren Shit haben, das auf alle Fälle, aber wenn man dann mal ein bisschen Nikes hat, was vielleicht besser sein könnte, zweifelt man dann doch hin und wieder, ob das dann doch gut ist, wenn man sich einfach schon an den Schaden gewöhnt hat, dass die Waffe drauf hat. Eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Ein roter noch, Alter. Roter schießt schon wieder. Was? Du vergisst mir ja das dabei. Und nicht viel Leben. Aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Oder? Ja, der versteckt sich. Alter. Alter. Boah, das war. Uiuiuiui. Das war jetzt Glück in Unglück. Bist du deppert? Oh, da kommt auch noch daher, wenn du unbedingt die Rolle da machen willst. Ja, jetzt merke ich schon langsam die Schuss. Jetzt merkt man schon langsam, irgendwie wird man ein bisschen zu wenig. Es reicht, wenn so viele Gegner da sind. Ich bin jetzt gewohnt, die ganze Zeit ganz viele zu haben. Feuerrate und Feuerrate sowieso enorm. Ja, da ist... Weißt du, ist wenigstens das 22er Phosphin. Das nehme ich in Kauf, weil so bei Hermes und bei einer anderen Waffe ist es so, da wäre vielleicht der 20er jetzt fast. Dann müsste ich schon wieder nachladen. Ja, ich glaube, es ist gut, so wenn wir das so machen. Ja. Was soll man da stehen? So? Ja, mein Viech kümmert sich eh drum. Gönn die Digi, gönn die einfach mal. Ich glaube, wenn wir die Mission geschafft haben. 30.000. Ja. Lass ich mal schon einreden. Können wir wieder vielleicht was kaufen?
Aber mal schauen, mal aufpassen. Ah ja, sowieso, wenn wir dann dort drin sind. Da muss dann aber was Gutes sein. Da muss es dann was Gutes geben. Fuck. Ich hab irgendwie habe ich Licht gesehen. Endlich, Gott sei Dank. Jetzt habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Wahnsinn, jetzt habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Ja, natürlich. Für seine Freunde. Ich frage mich mal, ob es irgendwann nochmal komplett ist. Wie die dann ist die Kachbar. Was auch immer für eine Macht da drin ist. Die Eridianer haben sie nicht grundlos weggesperrt. Die Kalypsos dürfen sie nicht erlangen. Das war's! Ich hab genug davon, darauf zu warten. Das ist völlig neu für mich. Wächter, sie schützen die Kammern vor jedem, der verrückt genug ist, eine zu öffnen. Die werden nicht begeistert sein, uns zu sehen. Nope. Die schauen ja eh schon, dass sie uns aufhalten. Die schauen ja eh schon drauf. Ja, die lassen wenigstens hin und wieder mal auf netter Weise eine Kiste da. Ist ja schon nett. Und da wird eh schon. Ja, die wollen sie eh schon aufhalten. Ah, die sind diesmal so laut. Damit man extra sagen kann, okay, welcher Mister sehen ist. Ja, schau dir die Kisten dann. Schau dir das an. Geil, ja, das dauert eine Ewigkeit, bis sie mal offen ist, aber schaut schon gut aus. Schaut gut aus. Nehmen wir mal eine andere Waffe hier. Okay, ich war nicht unbedingt, aber anscheinend Feuerschaden tut ja noch richtig gut anscheinend. Ja, mal wieder Geist, genau sehen. So. Du mal wieder ein paar Schießpfeifen. Kann zwar ein bisschen dauern, aber. Jetzt würde ich schon sagen, oh, was haben wir denn da für ein Weg, aber. Ach, schon wieder sowas. Sowas, was wir nicht öffnen können, gell? Seltsame Farben. Das ist kein Zufall. Das muss man noch herausfinden, wie wir das machen, Alter. Guter Hupfer. Guter Hupfer, das muss ich schon sagen. Bist du der Maulwurf, oder was? Ein echter Maulwurf. Das ist schon der Orkas. Das ist der Ärgste. Ich schaue aber hin und wieder gerne mal nach oben. Und zum Beispiel, da könnte ja irgendwas noch sein, weißt du? Da könnte ja irgendeine Kiste sein, etc. Oder irgendwas, ja, zum Beispiel sowas. Als ich die erste Kammer gefunden hatte, schickte mich auf Promethea, aber ich habe nie eine andere gefunden. Schon bald beschuldigten sie mich, dass ich sie hinhalte. Bei Typhons Ehre. Es gibt keine anderen Kammern auf Promethea. Und es ist besser so. Wenn man ein Monster auf eine Stadt loslässt, sollte man noch eins haben, um sich zu verteidigen. Hab das mal in einer alten Doku vor der Expansion gesehen. Die war echt gut. Immerhin. Eine Schau. So langsam glaube ich, dass Typhon von der anderen Kammer auf Promethea wusste. Aber er hielt es geheim. Dann schauen wir sie dann nochmal um. Dann schauen wir sie um. Müssen wir dann schauen, ob das was gut war jetzt oder nicht. Ja, wenn einmal hier nichts mehr los ist. Dann sind wir ganz gechillt und weiterleuchten. Ja, genau. Perfekt. Ja, genau, das deppert der Maulwurf. Jetzt geht er her. Springt er gleich mal auf den Super. Wieder Meier machen. So, was? Da brauchen wir auch gefasst. Das dauert eh eine Ewigkeit. Drecksgeist. Boom, boom, boom. Ich hab mir gedacht, wenn der Hund eh schon tot ist, ist der Arme da. Der wollte mich angreifen und ist reingegangen mit dem Feuer. Geil. Na gut, jetzt müssen wir dann aber auch wirklich unbedingt schauen. Was haben wir da jetzt gekriegt? Schauen wir mal für die. Ich glaube hauptsächlich. Ja.
könnte es jetzt auch interessant werden. Waffenfeuerrate sogar auch noch erhöht. Okay, die sind mal sowieso nichts für mich. Also die nächste. Aber probieren wir mal. Schauen wir mal, wie sind die? Das ist ein Einzelschuss. Nee. Das tue ich mir nicht. Wenn, dann soll die gleich schießen oder gar nicht. Da bin ich ein bisschen sensibel. Wenn es um die Waffenwahl geht. Oh Mann. Okay, Schaden und Magazingröße. Sonst. Elektrizität, Teenneuigkeit, ja, ist wieder die Frage, wie wichtig ist mir das mit der Feuerrate etc. Dies, das, jenes. Aber sonst, naja, leider nichts. Aber wir haben da irgendwas Spezielles aber dann noch dazu gekriegt. Perfekt. Hätte sein können, dass das wieder was zum Öffnen ist. Oh, da hinten, perfekt. Aber wirklich schade, da haben wir jetzt wieder das zum Öffnen gehabt und dann kommt wieder nichts Gutes dabei raus. Oh, das Idol schaut schon gut aus. Und ich finde jetzt aber, die Wächter machen das jetzt ein bisschen wieder wett, wo sie gesagt hat, ja, wir haben alle auf dich drangesetzt. Und so, die Wächter machen das jetzt ein bisschen weg. Ich finde, die Wächter sind irgendwie cool. Auch eine Abwechslung einmal. Da sind nur die gleichen Gegner ungefähr. So, das sind nicht immer die gleichen Gegner. Also, damit wir uns verstehen, was ich meine. Das ist auch wieder eine neue Gegner-Typenart. Weil da mir eine Zeit lang immer die gleichen gehabt. Da sind wir dann mal froh, wenn wir nochmal andere Gegner haben. Oh, Shapey Stepper, Leute. Das Leben von dem Wichser geht da oben, Alter, wie nix. Fest zuerst die Sehnen, die sind gut für eure Schnäbel. Sind es denn eh nur noch die zwei, oder? Alle. Seit wann ist da das Viech? Ich nehme mal an, das Viech ist dazukommt. Nett. Na, war das jetzt gerade einer von denen? Ich glaube, das war jetzt gerade einer von denen, aber der hat jetzt interessant gewirkt. Der hat jetzt wirklich interessant gewirkt. Also vom Design mäßig her. Da haben wir jetzt eher schon fast da gehabt. Einen von irgendwelchen Viechern da. Warte, das eine Stichkanone und dann gehen wir eh schon hin. Dann wollen wir natürlich wissen, wie es da weitergeht. Was, du gehst noch weiter? Ui, du gehst ja noch weiter einer. Ach du Scheiße.